Aber mal gucken. Ach so, ich bin noch nicht aus dem Gebiet raus. Ich wollte gerade sagen, warum wird mir keine neue Mission angezeigt, aber. Ja, wenn man natürlich aus dem Gebiet noch nicht raus ist, kann natürlich auch noch nichts kommen. Ich habe keine Waffe benutzt, nur mein Auto. Arbeit erledigt, Schüler. Keine Probleme. Das höre ich doch gerne. Panzerbrechende Kugeln freigeschaltet, das ist auch gut. Und Chicago South Club 9 von 20 finde ich auch gut. Ich würde sagen, wir machen mal immer eine Schnellreise, ne? Ja, fangen wir hiermit an. Danach können wir immer noch einmal wechseln. Ich habe schon wieder ver- Jetzt weiß ich wieder nicht, was das jetzt für eine Mission ist hier. Warum genau sollte man diesen Umweg nehmen? Ach, weil Einbahnstraße wahrscheinlich, ne? Ach, das ist jetzt wieder ein. Oh, das ist schon wieder die. Oh, jetzt. Also, ich bin ehrlich, jetzt finde ich es ein bisschen. Also das ist schon ein bisschen nervig, ja. Wie kann man denn so oft Orte recyceln? Als wenn die Karte nicht groß genug wäre. Das ist nicht gut. Was?
Es ist so ein bisschen. Ich habe ja wieder Abschieber. Gute Nachrichten. Danke. Ich will jetzt nicht gemein sein, aber es ist so ein bisschen lächerlich, ist es ja schon, ne? Also. Warum macht denn das Spiel das jetzt eher? Da muss ich sagen, fand ich das Hauptspiel aber deutlich besser. Die Mission ist wahrscheinlich auch wieder auf dem Friedhof, ne? Wie gesagt, man kennt es ja jetzt von diesem Ort. Da ich mir ja irgendwie auch Grundsätze gesetzt habe, wie zum Beispiel, dass ich nur parkende Autos mir nehme, macht es halt irgendwie auch nicht viel einfacher. Aber an Verstecken ist ja häufig ein Auto. Und so ist es auch in diesem Versteck. Und mit dem können wir jetzt dann wunderbar zur Miliz fahren, wenn wir schon mal hier in Pawnee sind. Drei Ziele sprengen. Okay, das sollte ja eigentlich nicht so das Problem sein, ne? Verstanden. Mystery Man! Heute verbrauche ich ein paar mehr von den Autos. Hier irgendwie hoch. Oh.
Ja, ist doch gut, ey. Ist doch gut. Entspannt euch, entspannt euch. Habt doch nichts gemacht. Alles klar bei dir? Ja, hier ist alles klar. Sehr gut. Außer so ein bisschen Chaos. Aber wir machen einfach weiter. Bringt ja alles nichts, ne? Es bringt ja alles nichts. Es ist schon wieder hier, mein Gott. Das tue ich immer. Ja, das ist natürlich jetzt minimal doof. Weil ich halt auch im Auto saß, ne?
Ja, gut, okay, und das Gebiet zu verlassen ist jetzt nicht so schwer. Aber das ist ihm auch noch nicht passiert, dass ich mich in ein Fluchtauto gesetzt habe für mich, das auserkoren habe und dann. Alles erledigt. Lief alles relativ glatt. Wie immer. Das wäre schön. Dann setzt er mich ein, setzt sich einfach zu mich ins Auto und zu mir ins Auto und dann geht es einfach eiskalt weiter. Ja, ich würde sagen, das hier als nächstes, ja. Bin mir zwar nicht so ganz sicher, wofür ich das alles mache. Und ich muss sagen, ich habe bei dem DLC irgendwie das Problem, dass sich das alles so gleich anfühlt. Es fühlt sich alles so an, als hätte ich das schon tausendmal gemacht. Und ob da jetzt, und ob ich jetzt hier von der Miliz welche mache oder vom Fixer oder vom Surf Club, sind auch alle irgendwie gleich. Also es fühlt sich bei weitem nicht so unique an wie das Main Game. Ah, ihr wolltet vielleicht nochmal den Fortschrittsbaum mir angucken. Nachladen ist immer gut. Und dann wollen wir doch mal gucken, was wir hier so Schönes haben, ja? Ah, nur Datei runterladen. CTOS ja. Ich möchte jetzt nicht gemein sein oder so, ne, aber das ist schon ein bisschen ulkig irgendwie. Das ist
so oft der gleiche Bestimmungsort ist. Okay, das war. Ich wollte noch das versuchen zu verhindern, dass er mich da sieht, aber da hatte er mich gefunden. Das ist aber trotzdem einfach nervig. Ist mein Auto jetzt kaputt? Nein. Hä? Alles sauber, ich gehe da lang. Alles sauber, ich gehe da lang. Das Auto ist so unglaublich praktisch, ne? Das ist mir alles so egal. Ich laufe einfach überall dran vorbei, ne? Das ist, finde ich, immer noch das Funnyste, einfach eher.
einfach eiskalt hier sich hinter verstecken und die Daten runterladen. Ja, die Bonusziele, ich weiß nicht, wofür die sind. Vielleicht gibt es da mehr Kohle oder so, keine Ahnung, aber ich fürchte, ich werde das Gebiet leider nicht in 15 Sekunden verlassen können, ne? Yeah.